Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Leute. Ich bin die Lucida und heute ist der Tag gekommen, in dem wir dieser Maschinenteilfabrik tatsächlich Leben einhauchen wollen. Die Infrastruktur ist fast schon fertig. Es fehlen eigentlich nur noch, naja, so ein paar Trucks, ein paar Loks. Und dann dürfte hier hektische Betriebsamkeit herrschen. Und ja, wir müssen schauen, wie wir die Maschinenteile unter die Leute bekommen. Endlich, wer hätte es gedacht, nach all der Zeit, Maschinenteile hier in diesem Spiel. Ja, ich würde sagen, weniger labern und gleich anfangen, damit wir das heute auch wirklich noch fertig bekommen. Danach, wenn noch Zeit ist, kümmern wir uns noch um Brücken. Da hatten Hans Bastler und Ken Gold noch was zugesagt und da wollte ich ein bisschen nachbessern. Ja, und dann, Silorus hatte sich heftig beschwert darüber, dass so viele Menschen hier in meinen Bahnhöfen stehen und nicht wegkommen. Das kommt dann direkt danach. Ich habe es ja schon eine Weile vorgesehen gehabt. Aber erstmal diese Maschinenteile fertig machen und dann geht es weiter. So, also, Stahl wird hier hinten schon fleißigst hergestellt. Müssen gucken, dass da noch mehr Kohle reinkommt, aber für den Anfang ist es okay. Wird hier hergebracht. Wird hier, da müssen wir noch eine Schiene nachlegen. Das reicht noch nicht ganz hier. Ja, mit einer Doppelkreuzungsweiche. Wieder mal. Darf sie glänzen? Komm, mach mal deinen Rauch da weg, ich sehe nichts. So, da ist sie. Passt. Ausgezeichnet. Soll ihr noch sagen, dass sie das auch nutzen soll? Ach, okay, hier. Hier ist wieder dieses Steigungsproblem, aber ich lasse es im Moment mal so. Das Gleis ist ja noch erkennbar, der Zug kommt darüber, das passt. Da wollen wir jetzt mal nicht so rummachen. Ich will in dieser Folge unbedingt Maschinenteile sehen. Also. Ach, ich dachte schon, der fährt jetzt hier drauf. Also, dann kaufen wir einen Stahlzug. Kriegen wir das hier hin? Ja, das müssen wir hier hinbekommen. Dieses Depot müsste das schaffen. Ja, wo lassen wir das Ding denn einparken? Am Ende muss es... Es kann ja eigentlich nur, es kann nur diese Plattform hier sein. Und die ist gerade schon doppelt benutzt und unfassbar. Na gut, dann müssen die... Ja, ich hoffe mal, dass sie sich da nicht so sehr in die Quere kommen, ansonsten müssen wir den Bahnhof halt mal wieder umbauen. Ja gut, es bleibt nichts anderes übrig, dann machen wir das einfach mal. Ich mache es normalerweise lieber so, dass pro Linie ein Bahnsteig zur Verfügung steht, aber ist eben auch nicht immer möglich. So, hier geht's runter. Aber hier kriegt er wenigstens einen eigenen Bahnsteig. Ein frühlingshaftes Grün fehlt auf dieser Strecke noch. Ja, nun gut, also das scheint zu passen. Da nehmen wir tatsächlich dieses Depot hier und schauen mal, was wir da bekommen können. Ich habe jetzt gerade überhaupt nicht so den Überblick, was für Züge da unterwegs sind, wie schnell die sind. Die werden wahrscheinlich so um die 120 fahren. Da könnten wir diese wunderschöne New Haven nehmen, die sich immer für solche Sachen gut anbietet. Äh, 4000 PS. Ist eigentlich ganz ähnlich. Aber die ist elektrisch. Elektrisch wäre schöner, aber ich bin gerade nicht sicher. Keine Oberleitung. Hier haben wir keine Oberleitung. Irgendwann wird sich das auch ändern, aber gut. Dann lassen wir hier eben nochmal einen Dieselzug auf die Strecke. Zugkraft. Ah, deutlich mehr Zugkraft. Ja. Okay, na gut, also. Der bringt nichts außer Stahl. Geben wir ihm gleich mal an. Och, ich wollte jetzt echt einen langen Zug ranhängen, aber ja, in der Hoffnung, es wäre, das bleibt lange ausgezeichnet. Ich denke, wir versuchen es mal so mit 174 Metern. Ja, her damit. Nicht so lange überlegen. Müssen wir mal schauen, ob das hier reinpasst. Ich glaube, der Bahnhof könnte zu kurz sein. Aber den bauen wir schnell um. Das dürfte problemlos funktionieren. Ja.
Ja, nicht ganz problemlos. Hier haben wir doch ein Problem. Aber ich hoffe, es ist kein Problem, das lange auffällt. Es wird ein Problem, das auffällt. Ja, hier kommen sich zwei unterschiedliche Höhen in die Quere. Ja, na gut, da kann man nichts ändern. Müssen wir halt mal schnell. Doch mal schnell hier. So, jetzt müssen wir das machen können. Ach, herrje, das blöde Ding liegt im Berg drin. Ja, also ich soll es mittlerweile gelernt haben, wenn ich sage, mal eben schnell ein Gleis, eine Weiche legen. Dann heißt das normalerweise, upsi, das dauert länger. So, jetzt habe ich hier natürlich Oberleitung drauf gemacht. Ach, das sieht ja unmöglich aus. Ja, super. Toll gemacht. Lass mal gucken, ob wir da jetzt mit der Straße noch um die Ecke kommen. Ich fürchte fast, das kann ich vergessen. Kann ich mir die Haare schmieren? Oh, es geht. Es geht tatsächlich. Unglaublich. Wahnsinn. Ist ein bisschen unorthodox geworden hier mit dieser Schräge, aber ach naja, was soll's. So, also der Zug kann Stahl herbringen. Wird er nicht tun, weil es hier niemand interessiert, ob es da Stahl gibt oder nicht. Also bauen wir hier schnell noch ein Depot hin. Ich vielleicht auch gleich machen können, dass wir die LKW schon mal unterwegs sind, aber nein. So. Wunderbar, was haben wir denn hier? Es lohnt sich fast nicht, da irgendwelche Kenworths oder sowas draufzustellen. Bis die ihren Motor angeworfen haben, sind sie schon dann drüben. Wobei, naja, was wäre denn die Alternative? Ich denke, wir nehmen hier diese schönen Kenworth. Irgendwie muss man da erst, wenn ich das hier aufmache, wenn ich das hier aufmache und der Kenworth ist ausgewählt, muss ich erstmal woanders hinklicken und dann da drauf, damit er zu sehen ist. Ja, machen wir das mal hier. Holztransporte. Kann nur Holz transportieren. Krass. Oh. Okay, also Stahl. Da gibt es leider keinen Rungenwagen. Stahl müssen wir mit dem hier. Ja, eine Nachtkabine brauchen wir da nicht. Nehmen wir mal dieses Ding hier. Mit seinen 36 Kapazität. Das ist mal richtig cool. Das ist mal richtig cool. Das dürfte reichen. Die werden das wahrscheinlich relativ schnell wegbringen können. Wenn der da aufschlägt, der Zug. Ja, guck mal, wie das funktioniert. Anpassen kann man immer noch. So, Stahlblau. Gut, also jetzt müsste das hier funktionieren. Gucken wir uns mal an hier. Hallo. Mein blinkender Freund. Ja, sehr schön. Die nehmen hier Dienst auf. Super. Okay, was macht unser neuer Zug? Oh Gott, steckt hier irgendwo. Das ist er wohl. Zug 3. Hi. Was ist denn hier für ein Dach oben? Das sieht aus wie ein Kiosk oder so. Was ist denn das? Kleines Flügelchen. Nicht, dass er abhebt. Na gut. Aber jetzt haben wir, glaube ich, gerade schon diese Situation, dass der hier da reinfährt. Und das den gleichen Bahnsteig benötigt wie der neue Zug auch. Mal gucken, wie die das hier lösen. Dampflok. Ja, da wird es auch mal Zeit, dass ich die mal austausche hier. Die Dampflokzeit ist so langsam vorbei, 1998.
Da wäre es doch durchaus legitim, mal was anderes draufzubauen auf diese Strecke. Ja, Wahnsinn, wie sie hier auf einmal auch diese grüne Linie nutzen. Das hat immer nicht so richtig funktioniert. Ich habe dann irgendwann den Zug verkleinert. Was ist denn hier passiert? Ach du Schreck. Was ist denn das hier? Ich glaube. Ah, das ist so ein unsichtbarer Fußgängerweg, den ich da hingemacht habe. Oh Mann. Das sieht ja unmöglich aus hier. Gucken wir mal, ob wir das irgendwie entfernen können. Ich glaube, das geht nicht. Nein, es geht nicht. Keine Ahnung, wie ich diesen blöden Fußgängerweg hier wegmachen kann. Upsi. Das war das Haus. Entschuldigung. Ja, muss ich mich mal irgendwie drum kümmern, weil das sieht ja wirklich unmöglich aus. Schöner Mist. Ja, na gut, also. Die kriegen das hier geregelt. Muss man halt ein bisschen warten. Hier liegt schon der erste Stahl, das ist sehr erfreulich. Ja, mach mal schneller hier. Hau raus. Hau raus ohne Ende. Ja, das alles bringt im Moment noch nicht so viel. Diese Fabrik hier, diese Maschinenteilfabrik braucht natürlich auch Holz. Also haben wir die Freude, einen weiteren Zug kaufen zu können. Ach, was ist denn hier? Eieiei. Jo, also die Freude, einen weiteren Zug kaufen zu können. Wo machen wir das denn? Kaufen wir den. Stellen wir mal. Ah, hier ist ein Depot vielleicht. Hier ist das Depot vielleicht nicht so gut gelegen an der Brücke hier. Stellen wir das mal dahin. So. Parallel zu einer Kurve wird schwierig. Naja, also. Da würde ich sagen, gönnen wir uns einen elektrischen Zug. Die Oberleitung ist schon da. Jo, ausgezeichnet. Ein Elektrozug. Hier. Ah, diese schöne New Haven. Genau das richtige Teil für unsere Güterzüge. Oh, nee, ich sollte mal kurz mal gucken, was wir hier überhaupt transportieren wollen. Also auf dem Hinweg. Der Hinweg, er nimmt hier Baumstämme mit, legt hier ab, nimmt Bretter mit zurück, also er braucht auf jeden Fall Rungenwägen. Vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn wir zurück auch ein paar, naja, ein, zwei Waggons ranhängen, die Maschinenteile mitnehmen, dann liegen die schon mal hier und theoretisch können wir sie dann auch irgendwie darüber befördern. Ach, das können wir auch im Nachhinein noch machen. Jetzt will ich erstmal, dass da die Bretter überhaupt ankommen, damit das Ding da losläuft. Wie wir das später dann überall hin verteilen, müssen wir dann mal noch schauen. Vielleicht liefern wir die Maschinenteile auch einfach hier rüber bis nach New Heidelberg, beziehungsweise bis zum Flughafen und. Ach, ja, keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Oder liefern sie hier bis zu dem Bahnhof, dann werden sie mitgebracht hier rüber. Da werden die auch gebraucht. Und von da aus dann darunter. Ach, naja. Ja, keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Bauen wir erstmal den normalen Zug zusammen mit seinen Errungenwaggons. Ach Mensch, wo bist du denn? So. Ausgezeichnete Leistung. Ach so, ein toller Zug. Mensch. Gut, 144. Ich denke, damit können wir erstmal ganz gut leben, so für den Anfang. Hallo. Ach, bitte. Mal hier nicht so rummachen. So, das müsste es eigentlich schon sein. Kann nicht gefunden werden. Schauen wir uns gleich an, was er da für ein Problem hat. So, also hier kann irgendwo. Hier gibt es keine elektrischen Gleise. Ach Gott, ja gut, das. Das ist natürlich schlecht. Okay, da fährt er. Passt alles ran.
Der Kollege dürfte jetzt hoffentlich loslegen mit seiner Produktion, mit seinem Versand. Nicht zu knapp, bitte. Also, wenn ich nichts vergessen habe. Ah ja, da versendet er schon. Au. Legt los ohne Ende. Super. Ja, also wenn ich nichts vergessen habe, dann dürfte eigentlich alles funktionieren. Das Holz wird produziert, wird darüber gebracht. Der kann es auch einladen. Super. Ja, über kurz oder lang wollen wir dann hier auch diese Strecke noch verlängern, darüber, um dann noch mehr Holz zu holen. So, eine Kleinigkeit haben wir noch vergessen. Und zwar werden zwar schöne Maschinen alle hergestellt, aber im Moment werden sie noch nicht wirklich abtransportiert. Beziehungsweise schon. Die Verbindung von hier nach da steht ja und hier fahren zufällig fahren jetzt Züge, die diese Sachen transportieren können. Werkzeuge. Die können ja auch Maschinenteile mittransportieren. Müssen wir dann halt nur mal schauen, ob wir da vielleicht noch weitere Züge zu kaufen. Haben wir vielleicht gerade mal einen? Ne, das ist der neue. Tool Train. Ja, der kann das. Der bringt die nach Heidelberg und auf der einen Seite nach Baton Rouge, wo sie auch ganz gut hinpassen. Da wollen wir gleich mal gucken, ob wir da auch eine passende LKW-Linie schon eingerichtet haben. Fährt im Moment hierher. Ja, da steht es natürlich nicht so, da passt es natürlich nicht so gut hin. Ich denke, da werden wir hier diese Plattform erweitern, um eine weitere, damit wir da eine weitere Linie aufbauen können. So, einen Straßenzugang. Wo auch immer der am besten passen würde. Na gut, das wird man hinterher sehen, wo die dann drauf fahren. Und dann lassen wir die einfach hier rüberfahren. Da ist ja eh schon, da müssen sie ja eh hin. So. Okay, gucken wir mal, wo wir das am besten hinstellen. Diese LKW-Abladestation. Die muss ziemlich zentral sein, sonst passt das hier wieder nicht. Machen wir das hier. Und dann bauen wir am besten hier noch eine. Führen wir diese Straße am besten hier fort. Dann kann er da wieder zurückfahren. Der Kollege LKW. So. Gut, dann richten wir das mal eben noch ein. Ach, so war das doch nicht gemeint. Nicht zu fassen. Das muss man sich. Also, das muss man sich mal echt. Das muss man sich mal geben mit seinem Kopf. Das gibt's doch nicht hier. 15 Schleifen fährt er hier. Mann! Gut, also wir müssen uns beeilen. Die Züge sind ja schließlich schon alle unterwegs. Hier mal zwei so Wegpunkte hin. Und packen schon mal LKWs drauf. So. Was wollen wir dann haben? 70 Emissionen. Wir können auch bescheißen und einfach den hier nehmen. Der hat nur 62 Emissionen. Was eben überhaupt nicht hier zu den anderen passt. Deswegen, wenn es um Emissionen geht, würde ich den eher nicht nehmen. Es ist ja, ich will nicht diese riesen, wie heißen die, 18-Wheeler-Dinger da? Ja, keine Ahnung, sind das so viele? 1, 2, 3, 4, 12 Räder haben die wohl, keine Ahnung. solche Riesendinger wollen wir nicht hier in diesem Ort fahren lassen. Also greifen wir dann doch zurück auf diese Dinger hier. Das ist für innerorts, glaube ich, schon besser geeignet. Ja, das reicht mal. Locker eine ganze Weile. Linie 1. Wunderbar. Gut, da können wir die jetzt vielleicht ein bisschen optimieren. Ach, das gibt's doch nicht, Mensch. Okay. Eigentlich hatte ich gewollt, dass der hier rausfährt, darunter, hier wieder zurück und hier wieder drauf. So war es eigentlich geplant. Na gut. Dann versuchen wir das mal irgendwie hinzubekommen. Mal gucken, wie das aussieht hier. Ach, ja. Okay, vielleicht wird es was bringen, wenn wir hier den Straßenzugang hier drüben hin verlegen. Ich probier's einfach mal. Ich habe keine Ahnung.
Ja. Das sehe ich schon, das hätte ich mir vorher überlegen müssen. Ja, das ist doch schon deutlich besser geworden. Ausgezeichnet. Sehr gut. Also theoretisch ist jetzt die Strecke bis hier runter durchgängig vorhanden. Theoretisch dürften Maschinenteile entstehen. Stahl ist schon angekommen tatsächlich. Super. Hast du auch schon was für mich dabei? Nee, hat er wahrscheinlich nicht. Hat er nicht. Gut, er musste wahrscheinlich erstmal. Oh, hier stapelt sich's. Er musste wahrscheinlich erstmal Baumstämme hier rüberbringen. Ja, die werden jetzt erst umgesägt. Ja, das wird seine Zeit dauern, bis das Ding hier ordentlich läuft. Aber gut, das werden wir im Laufe der nächsten Folgen irgendwie so ein bisschen justieren können. Ich bin ja froh, dass es jetzt endlich funktioniert. Hier werden auch Maschinenteile gewünscht. Da könnten wir eigentlich einen Weg, eine kurze Strecke mit LKWs hier zurücklegen, das hier rüberlegen auf diese Plattform und dann können das diese LKWs mitnehmen. Transportieren können sie das ja. Doch, das wäre doch was, oder? Ja, das könnten wir gleich machen. Wir gucken aber jetzt nochmal kurz nach den Brücken. Hans Bastler hatte mich gerügt, dass ich gebogene Brücken baue. Ich nehme die Kritik an. Ich sehe ein, Stahlträger zu biegen ist nicht so einfach. Ja, es war ein Kompromiss, den ich hier gemacht habe, damit die Brücke hier nicht ja, so über 5 Kilometer irgendwie hier so rüberführt. Hätte man natürlich auch besser machen können. Ja, jetzt steht sie schon. Ich baue sie auch nicht mehr um. Aber diese Strecke hier soll hier entlang führen, am Berg, um den Berg herum nach Lexington und dann fahren wir frontal über dieses Valley hier rüber, über diesen Canyon nach Ventura weiter. Oh nein, ich sehe schon, das ist schon wieder so eine Bergstrecke hier. Da geht es steil bergab. Ja, wir kommen auf dieser Karte einfach nicht um Berge drumherum. Es ist einfach so. Ja, aber wir machen das trotzdem und da wird es dann eine schöne gerade Brücke und die bekommen dann auch so einen runterhängenden Fischbauch oder bei Hans Bastler heißt das Untergurt. Für mich sind beide Begriffe neu, aber ja, wir bauen es dann einfach mal. Ich hoffe, das geht ja nur unter geraden Brücken. Und ja, er hatte auch darauf hingewiesen, das trifft vor allem hierzu, dass ich zu wenig Stützen gebaut habe bei dieser Brücke. Das sind viel zu wenig Stützen, die können wir jetzt mal eben noch drunter stellen. Muss ja alles seine Ordnung haben. Hier ist dieser Fischbauch. Das Ding ist gemeint. Passt hier auch nicht hin, weil das hier auch nicht gerade genug ist. Und hier muss keiner hin. Der reicht bis aufs Wasser runter. Ja, aber gut, es geht ja um die Stützen. Zehnfache Kastenhöhe, hat er gesagt. Kastenhöhe ist wohl dieses Gitterding hier. Unten drunter. Und davon der Abstand zehnfach. Und da müsste eine neue Stütze hin. Das kann ich jetzt nur per Augenmaß machen. Keine Ahnung. Ich setze mal einfach hier jeweils noch eins dazwischen. Hallo! Baut ihr mir einfach das Ding hier zu? Aha. Speed Dance Express. Du meine Güte, 240 km/h. Ja, wow, das ist ja ein Ding. Müssen wir gucken, wo wir den einsetzen können. Und gut zu wissen, dass die neuen Güterwaggons jetzt da sind. Hätte ich ja noch warten können. Ui, das steht ja fast schon hier im Wasser. Hoffen wir, dass der Fluss kein Hochwasser bekommt. Ja, und hier sieht es wirklich blöd aus. Hier hatte Gen Goat gesagt, diese Widerlager, die man hier bauen kann. Das sind die Fundamente für den Brückenkopf sozusagen. Zweigleisig. Ach, Mist, das passt natürlich nicht auf eine Steigung drauf. Würde sich hier ganz gut machen. Also, das sieht ja wirklich unmöglich aus hier. Ich glaube, hier reißen wir nochmal ab. Upsi. Hier reißen wir nochmal ab, machen bis hier so ein Wall hin. So eine Aufschüttung. Das sieht ja, also das ist ja echt.
Da habe ich vielleicht nicht genau hingeschaut. Machen wir das mal eben. Ah, Bäume lasse ich dran. Moment, so. Gut. Mal eben. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. Also, das wäre so ungefähr die richtige Richtung. Muss jetzt natürlich ordentlich hochgehen. Passt das? So, machen wir auf volles Risiko. Gucken mal, ob das funktioniert. Das ist vielleicht nicht nötig. Ach, vielleicht aber doch. Ja, wir machen es mal lieber doch noch ein bisschen höher und dann diese Aufschüttung hier. Gut, versuchen wir es mal. Vielleicht passt's. Vielleicht auch nicht. Es passt! Nicht zu fassen. Unglaublich, es passt. Super. Na, das ist ja meine Freude hier. Okay, da standen, glaube ich, Signale. So. Züge dürfen weiterfahren. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier so ein Widerlager drunter bekommen. Ich glaube es ja fast nicht. Hm, doch. Jetzt nicht mehr. Gerade eben ging's. Ach, wir können ja auch diese Neigung bestimmen. Ach, das ist ja super. Mensch, das ist ja toll. Okay, aber jetzt, es geht hier trotzdem nicht. Aha, doch, doch. Da bekommen wir es hin. Oh Mann, das ist ja super. Super, das passt ja perfekt. Hier auch mit so, naja, mit so Begrenzungspfeilern dran. Boah, das ist ja toll. Mann, bin ich begeistert. Okay, super. Jetzt kann der Zug da sicher drüber rauschen. Haben wir jetzt genug Pfeiler? Vielleicht sollte man hier noch einen hinsetzen. Stopp, Pfeiler. So. Gut. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Okay, hier fehlen jetzt natürlich auch Pfeiler. Ohne Ende. Und theoretisch auch so ein Widerlager. Müssen wir eigentlich alles nochmal neu machen? Ja, gut, wenn wir schon dabei sind, dann machen wir das auch richtig hier. Ah, oh, toll. Also, ich bin ja selten vom Gleisbau begeistert, aber jetzt hier wirklich. Hier diesmal passt es wirklich gut. Dann wollen wir hier auch noch einen Pfeiler hinstellen. Und ein Widerlager. Ist falsch rumgeneigt. Aber hier passt es nicht so gut. Wird aber auch gerade falsch rüber angesetzt. Das sind diese Begrenzungspfeiler hier auf dieser Seite. Ändert sich auch nicht, wenn ich das hier hin und her schiebe. Das ist irgendwie seitenverkehrt. Hm, okay. Ja gut, schade, kann ich gerade nichts dran ändern. Fahr du mal. Oh, da kann man nicht weiterfahren. Das müssen wir hier auch noch richtig machen. So langsam bekomme ich Übung hier in dieser Sache. Ausgezeichnet. Also von dieser Brücke bin ich wirklich, wirklich sehr begeistert. So, jetzt passt es wieder ganz gut. Oh, toll. Super. Okay, also das wollen wir jetzt erstmal so stehen lassen. Die Zeit ist auch schon wieder um. Unglaublich. Ja, beim nächsten Mal werden wir uns dann umgehen, sofort darum kümmern, diesen Zug hier oder diese Bahnhöfe ein bisschen zu befreien von Menschen. Wir werden diesen Zug austauschen. Der Franz, der fährt da. Den werden wir austauschen. Zwei oder drei davon werden wir allerdings umsetzen.
einem anderen Zweck zukommen lassen. Dazu müssten wir eigentlich diese Strecke hier weiter ausbauen bis nach Lexington. Und dann würde der dann eben hier zwischen Lexington und New Heidelberg verkehren dürfen. Und auf der großen schnellen Nord-Süd-Strecke setzen wir dann einen anderen Zug ein. Vielleicht gerade einen von diesen neuen, den wir da heute da bekommen haben. Wollen wir uns dann eben anschauen hier. Bestimmt unter Triebwagen. Speed Dance Express. Das sind die schnellsten Züge Amerikas. Auf dem Northeast Corridor erreichen sie bis zu 240 km/h, wobei eine Neigetechnik zum Einsatz kommt. Aha, ab 2000. Oh! Ja, herzlich willkommen im neuen Jahrtausend. Wir sind hier schon 2000, im Jahr 2000 angekommen. Wahnsinn. So, der dürfte. Der kommt ganz schön teuer. Mann. Kapazität 102 Menschen. Müssen wir mal schauen. Ladegeschwindigkeit 12. Ich hätte ihn schon gerne. Tatsächlich hätte ich ihn wirklich sehr gerne. 102 Menschen ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Müsste man einige einsetzen. Aber er fährt dann wohl auch einiges schneller als dieser hier. Ja, schau mal. Ich glaube, wir werden uns den gönnen. Und dann wird das hier besser. Und wir müssen dann auch mal eine Folge machen, wo wir dann wirklich die ganzen alten Dampfloks ersetzen, die hier überall noch im Einsatz sind. Ja. Gut, schön, dass ihr zugeschaut habt. Danke, ich bedanke mich dafür. Freue mich sehr darüber. Und ja, ich sage euch mal, kommt gut in die neue Woche. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Eure Lucida.